Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem Oktober an und es sind doch allerhand Bücher wieder geworden. Ja, ich frage mich ja dann immer gerne, wie konnte das passieren? In diesem Fall sind es einige spannende Neuerscheinungen, die eingezogen sind und auch eine kleine Medimops-Bestellung. Es waren, glaube ich, nur 4 oder 5 Bücher, die ich euch, glaube ich, auch in einem Video gezeigt habe, zusammen mit Kerzen. Und deswegen werde ich auf die Bücher eher weniger eingehen, aber natürlich auf alle anderen. Es haben mich immer mal ein paar Leute gefragt unter den letzten Neuzugängen-Videos, ja, wo denn manchmal die Hörbücher sind, die ich höre, die nie irgendwie in Neuzugängen auftauchen. Das sind natürlich Hörbücher zum Beispiel, die ich einfach von Freunden bekomme. Also ich habe ja doch so den ein oder anderen Hörbuchhörer in der Umgebung und ja, dann staube ich immer mal das Hörbuch ab und höre es und dann ist das natürlich kein echter Neuzugang, sondern ja nur ein geliehenes Buch und ja, ich würde auch kein anderes geliehenes Buch, was ich dann gelesen habe, irgendwie mit einzählen. Also das, ja, nur so zum besseren Verständnis, dass es eben durchaus mal Bücher gibt, die ich ausleihe, die ich mir nicht selbst gekauft habe oder vom Verlag erhalten habe oder andere Art, aber die lese ich natürlich auch. Also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass wenn ich in eine Bücherei gehen würde und mir Bücher ausleihen würde, würde ich die ja auch nicht in meine Neuzugänge ziehen, sondern das sind ja Bücher, die dann einfach gelesen werden. Also das so im Grunde fürs Verständnis. Ich versuche schon so weit möglich alle Bücher und auch Hörbücher, die ich mir bei Audible hole und so immer mit in diese Listen irgendwie aufzunehmen, weil auch ein Audible-Hörbuch ist ja ein Neuzugang. Selbst wenn es schlecht ist und ich es umtausche, es ist dann zwar nicht mehr im Regal, aber ja, ne, das probiere ich schon, aber bei geliehenen Büchern macht das für mich keinen Sinn, die irgendwie einzuzählen und meinen Sub zu erhöhen, weil in der Regel leiht man sich's ja und hört's oder liest es relativ zeitnah. Ist zumindest meistens so. Aber nur weil diese Frage immer mal aufkam, ja, wollte ich das einfach mal geklärt haben. Es sind im Oktober insgesamt 17 Bücher bei mir eingezogen. Es sind 10 echte Bücher, woran natürlich auch die Medimops-Bestellung ein bisschen schuld ist. Es sind 6 E-Books und ein Hörbuch. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Ich werde wieder so, einfach so, wie ich sie mit der Reihe nach auch aufgeschrieben habe, so in etwa, wie sie auch einziehen, einfach euch die Bücher vorstellen. Das erste war ein E-Book und zwar Im Licht des Polarsterns von Steph Penny. Ein Buch, das mich durch das Cover natürlich angesprochen hat und wir reisen hier mit einer jungen Frau in die Arktis oder war es die Antarktis? Ich bringe das immer irgendwie durcheinander. Ich weiß auch gar nicht, ist der Polarstern, der ist wahrscheinlich im Norden. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Und ich bin ja doch ein großer Fan dieser früheren historischen Romane. Also wenn ich an die Clifton-Saga denke, die Hansen-Saga, solche Bücher, die mir ja in diesem Jahr doch sehr, sehr gut gefallen haben. Und da zählt auch dieses Buch so ein bisschen mit rein. Sieht man auch am Cover. Es ist eine Frau, die uns den Rücken zeigt. Das ist ja sehr oft auch bei diesen Büchern tatsächlich so. Wer da mal durch die Buchhandlung geht, der wird ganz viele Frauenrücken und Frauenrückansichten sehen. Es ist sehr faszinierend. Ich habe mit einer Freundin letztens in der Thalia mal geguckt und da und guck und da. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, dieses Art Memory sozusagen zu spielen. Ja, und dieses Buch, glaube ich, spielt auch Anfang 1900 und mehr musste ich gefühlt gar nicht wissen, weil mich das einfach schon sehr angesprochen hatte und ich eben auch so wieder diese Frauen in eher, ja, frauenuntypischen Themen zu ihrer damaligen Zeit einfach sehr interessant finde und ich auch immer finde, dass diese Frauen sehr stark, selbstbewusst und auch einfach mal ein bisschen anders sind, als es die heutigen Frauen sind und man sich da doch immer mal so ein bisschen darauf besinnen kann, ja, wie es eigentlich dazu kam, dass wir Frauen in der heutigen Zeit so ein Leben führen können, wie es ist und dass ja doch durchaus auf der Welt es noch anders irgendwie ist und halt vielleicht auch so war, wie es bei uns vor 100 Jahren war und ja, das finde ich einfach spannend und hoffe da auch auf, ja, eine schöne Geschichte. Dadurch, dass es ja sehr winterlich ist, habe ich es auch nicht im Oktober gelesen, sondern mir bewusst so für November, Anfang Dezember vorgenommen. Ja, weil ich einfach finde, dann passt es von der Thematik ein bisschen besser. Dann habe ich ein wundervolles Igelbuch mir zugelegt und zwar Eine Handvoll Glück von Massimo Facchetta. Ich hoffe, man spricht die so aus, wurde mir vom Penguin Verlag zur Verfügung gestellt. Und da hier eben auch Rezi-Bücher sind, steht hier auch irgendwo Werbung, ne, weil ich das nicht extra irgendwie sonst in der Infobox kennzeichne wie bei der Bücherwoche. Ja, hier haben wir, wie ihr seht, einen kleinen Igel und dieser Igel verzaubert den Tier
Tierarzt, wenn ich mich nicht irre. Genau, Massimo. Und diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, ist also so passiert. Und Massimo ist eben Tierarzt und hält hier eben eine Handvoll Glück in den Händen. Und ich aktuell bin ich gerade beim Lesen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, habe ich es wahrscheinlich schon beendet. Dann könnt ihr euch in der Bücherwoche darauf freuen, dass ich darüber berichte. Ich habe dieses Buch, soweit ich weiß, entweder in der Hücke oder in der Flow entdeckt und war so verliebt in das Cover und in diese Idee, ja, wo man das Glück so finden kann, dass ich es mir direkt ja, im Grunde angefragt habe und auch vom Verlag dann netterweise bekommen habe. Und ja, bis jetzt gefällt es mir gut. Mehr kann und möchte ich eigentlich noch gar nicht dazu verraten, denn ja, es ist halt noch nicht zu Ende gelesen. Deswegen dauert das natürlich noch ein bisschen. Dann ist bei mir eingezogen Eine neue Zeit, der zweite Teil der Hansensage von Alan Carster. Und der Grund des Buchkaufes sozusagen war natürlich, dass ich ja, wissen wollte, wie die Reihe weitergeht. Mir hat der erste Teil der Hansensage sehr, sehr gut gefallen, spielte ja auch 1890, folgt im Grunde einer hamburgischen Familie, die sich so ein bisschen aufteilt für Kaffee und Kakaobohnen. Die eine Hälfte geht nach Wien, der andere Bruder bleibt in Hamburg. Und die andere Familie reist im Grunde nach Kamerun, was damals eben ein Kolonialland war von Deutschland. Und man erfährt natürlich so ein bisschen, wie hat das überhaupt funktioniert mit Afrika, diesen ganzen Kolonien, und dass sich da kein Europäer mit Ruhm bekleckert hat, glaube ich, muss man gar nicht mehr sagen. Es ist sehr familiär, es ist eine sehr schöne Zeit gewesen, wie ich fand. Es ist ganz toll rübergekommen und ich habe mich sehr auf den zweiten Band gefreut. Fand den tatsächlich auch ganz okay. Er kam für mich aber nicht an den ersten Band ran, aber man will natürlich bei einer Fortsetzung schon wissen, wie es weitergeht. Und es wird definitiv auch noch einen dritten Teil geben. Das merkt man ja anhand, dass der zweite Teil noch nicht die Geschichte irgendwie final beendet. Auf den ich mich auch freue, auch wenn die Freude nicht mehr ganz so groß ist wie auf den zweiten Teil, weil doch viele Wendungen im zweiten Teil waren, wo ich mir dachte, naja, also man kann auch wirklich extrem dumm in irgendwelche Situationen rutschen. Und bei erwachsenen Menschen ist das, erscheint mir das immer sehr dumm, also einfach nur dumm. Und das sind so Dinge, wo ich denke, ach Mensch, ach, ja, manchmal darf man sich nicht ja, auf Bauchgefühl verlassen, wenn man Geschäftsmann ist zum Beispiel, ne? Dass dann irgendwas schief geht. Ja, war irgendwie nicht so, manche Wendungen waren nicht ganz so meins. Alles in allem ist es aber ein toller Schreibstil, den Alan Carster vorlegt. Und der Schreibstil nimmt einen halt wirklich so ein bisschen in die Zeit mit, in die jeweiligen Orte mit. Und das hat mir natürlich auch gut gefallen. Dann ein Buch, das ich wohl jetzt auch schon beendet habe, wenn ihr das Video seht. Und zwar der vierte Teil von Red Rising, beziehungsweise ist es der erste Teil einer neuen Trilogie von Pierce Brown, die eben 10 Jahre nach Red Rising spielt und im Original eigentlich Iron Gold heißt. Und ich schon gar nicht verstehe, warum man im Deutschen jetzt einen Red Rising 4 draus macht, obwohl es ja eigentlich eine neue Reihe des Autoren ist. Aber man will das wahrscheinlich einfach miteinander verknüpfen. Und ich bin ja ein Riesenfan von der Red Rising Trilogie gewesen und bin es nach wie vor. Ich fand diese Science-Fiction-Story grandios. Ich mochte den Schreibstil, diese schnelle, filmische, hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf den vierten Teil, den ersten Teil dieser Iron Gold Reihe, die eben 10 Jahre später spielt, und man wird eben Charaktere wieder treffen, die man ja im Grunde schon kannte, und man wird so erleben, wie geht die Welt im Grunde weiter, und ich freue mich drauf, vermute aber fast, dass ich es dann schon gelesen habe, wenn ihr das Video seht, aber dann seht ihr es in der kommenden Bücherwoche. Und ja, ich hinke ja sozusagen mit meiner Bücherwoche immer ein bisschen nach, von daher wisst ihr jetzt auch in etwa, wann ich das Video drehe, nämlich in der Woche zuvor, ja, weil natürlich der Monat beendet ist. Also ich bin mega neugierig, finde auch das weiße Cover wirklich ganz, ganz toll, hebt sich so natürlich von Red Rising ab. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn man irgendwie trotzdem eine eigene Reihe draus gemacht hätte und nicht Red Rising Asche zu Asche 1. Und ich mir so denke, hä? Theoretisch ist es ja Red Rising 4. Aber im Englischen taucht nirgendwo Red Rising auf, da heißt es eben Iron Gold. Und das finde ich auch irgendwie schöner, dass das eben so eine eigenständige Reihe ist. Und vielleicht kann man die sogar lesen, ohne dass man Red Rising kennt. Das werde ich dann sehen und werde es euch auf jeden Fall berichten. Dann ist dank eines Gewinns bei Lovely Books Die kleinen Wunder von Mayfair bei mir eingezogen von Robert Dinsdale. Ein Buch, das ja sehr magisch aussieht, wirklich ganz, ganz toll von der optischen Betrachtung gemacht wurde. Was ich gewonnen habe bei Lovely Books, da gab es auch eine Leserunde zu. Mich hat das Buch leider ein bisschen enttäuscht, denn es hat nicht die Magie und dieses Feeling, was im Klappentext versprochen wird, das muss man ganz klar sagen, denn das Thema ist viel ernster, viel,
melancholischer und auch ein bisschen kriegslastig, gerade was den Ersten Weltkrieg angeht, was mein Gefühl überhaupt nichts hinten mit dem Klappentext zu tun hat, der hier im Grunde ja nur von einem Spielwarenladen spricht, wo man eben hingeht, wenn man sonst keinen Ort mehr hat. War für mich irgendwie nicht ganz rund. Die ersten 100 Seiten waren toll und dann kam aber so dieses extrem ernste Thema und auch das Ende war für mich nicht wirklich so, ja, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich habe die Magie relativ schnell gefühlt verloren und es war irgendwie okay, weil mir der Schreibstil gut gefallen hat, aber diese Wendung und einfach, weil ich was ganz anderes erwartet habe, hat mich nicht so überzeugen können. Dementsprechend auch nur ein Okay-Buch, was dann demnächst auch bei mir ausziehen wird. Dann sind zwei Bücher vom Verlag auch bei mir eingezogen, und zwar zwei Bücher aus der Doors-Reihe von Markus Heitz. Vielen Dank auch an den Knauer Verlag. Und zwar ist einmal bei mir eingezogen Dämmerung und einmal Blutfeld. Und Blutfeld habe ich schon gelesen. Hier befinden wir uns im 9. Jahrhundert, im frühen Mittelalter. Und bei Dämmerung gehen wir, glaube ich, in die Zukunft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das Konzept ist ja so aufgebaut, dass wir eine Vorgeschichte haben mit knapp 80 Seiten. Die findet man auch in jedem dieser Bücher. Das sind immer die grau markierten Seiten. Und dann gibt es eben drei Türen. Dementsprechend auch drei Bücher, und da kann man sich dann entscheiden, durch welche Tür man im Grunde geht, deswegen auch so von den Covern her unterschiedliche Türen, und ich glaube, die dritte Tür ist dann blau, und ja, dann kann man eben der Geschichte folgen. Ich war leider von Blutfeld ein bisschen enttäuscht. Also grundsätzlich finde ich das Konzept grandios, das habe ich auch in meiner Rezension gesagt. Ich finde es schade, dass die 80 Seiten in jedem Buch drin sind, weil man dann gefühlt hat, nur noch zwischen 200 und 240 Seiten neue Geschichte hat und mir diese Geschichte viel, viel zu schnell ging. Also dafür, dass das ja High Fantasy gefühlt dann ist, wenn ich ins frühe Mittelalter zurückgehe und man sich das noch irgendwie vorstellen kann, waren aber 240 Seiten viel, viel zu kurz, um eine neue Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt, wie es bei Dämmerung sein wird und hoffe einfach, dass mich das mehr begeistern kann als Blutfeld, was sehr blutig, sehr brutal war und man vieles einfach gar nicht greifen konnte, weil es viel, viel zu schnell ging. Und ich vermute mal, dass das bei Dämmerung ähnlich ist, denn die Geschichte hat zum Beispiel auch nur 290 Seiten. Wenn man denkt, dass jetzt 80 Seiten Vorgeschichte weg sind, dann ist das ein, ja, das ist bei Stephen King sind 200 Seiten gefühlt eine Novelle, ne? Also das ist nicht allzu viel, aber gucken wir mal, wie mich dann das zweite Buch begeistern kann. Dann ist endlich der fünfte Teil von Talon bei mir eingezogen, Drachenschicksal von Julie Kagawa. Da warten wir ja gefühlt schon ewig drauf. Ich glaube, die ersten zwei Teile waren noch sehr schnell da. Auf den dritten hat man schon ein bisschen länger gewartet, auf Band 4 glaube ich ein Jahr. Und ich glaube, Band 5 hat jetzt auch sich ein Jahr Zeit gelassen. Es ist der Abschluss dieser Reihe und optisch sind die wirklich wunderschön. Also jetzt auch in diesem Lila gehalten. Ich glaube, es gab ja einen grünen Band, es gab Rot, Blau, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere war. Ja, und jetzt auf jeden Fall Lila. Ich freue mich sehr auf den Abschluss dieser Reihe. Ich mochte Band 1, 2, 3 sehr gerne. Band 4 war nicht irgendwie mehr so spannend, wie ich das erhofft hatte. War vielleicht auch einfach so ein Zwischenband. Hoffe jetzt aber, dass Drachenschicksal das Ende wirklich bombastisch ist mit, ja, ich freue mich einfach drauf. Bin mega gespannt und werde ich jetzt wahrscheinlich in meiner Urlaubswoche, also in der vorangegangenen Woche auch schon lesen, weil da auch eine Freundin drauf wartet, die alle anderen Bücher auch bei sich hat und ja, die darf dann im Grunde auch das Rezensionsexemplar vom Heine behalten, denn das ja, sieht in ihrem Wohnzimmer gefühlt einfach gut aus und da freue ich mich dann auch, wenn ich anderen Leuten sozusagen eine Freude machen kann. Dann habe ich den Podcast Weltwach gesuchtet, sowohl schon im September als dann auch im Oktober. Ich habe schon im August mit dem Suchten angefangen. Das ist ja der Podcast von Erik Lorenz, den man ja vielleicht auf meinem Kanal auch schon als Autor sozusagen kennt. Der war auch schon mal in einem Hangout mit dabei. Und besonders angetan haben es mir zwei Podcasts mit Bruno Baumann. Und ja, dank dieser zwei Podcasts, wenn es nicht sogar drei waren, sind vier Bücher bei mir eingezogen. Das war auch die Medimops-Bestellung. Und zwar ist das Kailash, Tibets heiliger Berg. Dann ist eingezogen Ohne Wiederkehr, nein, Karawane ohne Wiederkehr, das Drama in der Wüste Taklamakan. Da ist er, ja, wie früher, wie man früher durch Wüsten gelaufen ist, gelaufen. Dann haben wir hier die Wüste Gobi, durch das Land ohne Wasser. Und das vierte Buch ist Der Wüstengänger, meine Reise durch die Sandmeere der Welt. Und jetzt wird man sich fragen, Mensch Steffi, bist du hier zum Weltenwanderer? Nein, das werde ich nicht. Also ich weiß definitiv, dass ich gar kein Abenteurerherz in mir schlagen habe.
Ich würde unglaublich gerne den Mount Everest besteigen, ich würde unglaublich gerne mit einem Kamel durch die Wüste reiten sozusagen, aber ich weiß, dass das überhaupt nicht meins ist. Also ich, nein, ich schließe das kategorisch aus. Man soll ja niemals nie sagen, vielleicht reitet es mich irgendwann und man findet mich am Mount Everest schnaufend und keuchend und halb erfroren wieder, aber ich weiß, dass das eigentlich nicht in mir schlummert. Also ich entdecke gerne neue Städte, neue Orte, aber ich bin auch durchaus jemand, der einfach gerne am Meer, am Strand liegt und das Meer im Grunde erkundet als Taucher oder Schnorchler. Und ich weiß, dass das alles andere schon zu viel des Guten sozusagen an Abenteuer ist. Nichtsdestotrotz höre ich diesen Weltwach-Podcast unglaublich gerne, weil ich finde, dass da so viel Motivation drin steckt. Und das erwarte ich auch so ein bisschen aus diesen Büchern, denn ich fand das Gespräch oder die beiden Gespräche mit Bruno Baumann unglaublich spannend. Also jemand, der sowohl auf dem Mount Everest steigt, als auch durch Wüsten läuft und da irgendwie einfach Dinge mitnimmt und uns erklärt, warum er das tut, was sein Antrieb ist, was seine Motivation ist. Und ich finde das einfach hammerspannend. Und deswegen sind auch direkt diese vier Bücher bei mir eingezogen, weil mich die einfach auch direkt angesprochen haben. Und ja, ich dann einfach dachte, wenn sie schon bei Medimobs vorrätig sind, dann nimm sie einfach mit. Und da freue ich mich mega drauf, mich im Winter irgendwann an einem ruhigen Nachmittag mit einer Decke, mit einem Tee hinzusetzen und solche Bücher dann einfach auch wegzulesen. Es ist natürlich schon was anderes wie ein Roman, ne? Das ist gar keine Frage. Aber ich bin mega gespannt und fand eben auch Bruno Baumann super sympathisch, motivierend, antreibend und wie er das so erzählt hat, was ihm so widerfahren ist in den Wüsten. Und ich kann sowohl den Podcast empfehlen, wie ich dann hoffentlich auch die Bücher empfehlen kann, wenn ich sie gelesen habe. Auf die bin ich wirklich mega, mega, mega gespannt. Das nächste Buch ist ein Buch einer Booktube-Kollegin und zwar von der lieben Sina und zwar Keep Calm and Wait for Your Fate. Sie hatte mich angeschrieben, ob ich gerne ihr Buch Baby lesen möchte und da ich ja immer mal wieder in Liebesroman-Stimmung bin, habe ich natürlich ja gesagt, weil mich der Klappentext sehr, sehr angesprochen hatte und ich hätte nicht gedacht, dass ich ein kleines Highlight in Händen halte, denn dieses Buch ist einfach perfekt für alle, die Single sind, für alle, die Single waren und die sich immer mal wieder gerne an diese Zeit zurückerinnern, denn was ja unserer Protagonistin passiert mit Ende 20 als Single, die mit ihrer Katze zu Hause lebt, gerne liest, gerne Netflix schaut, gerne mal zum Tanzen geht, die sich auf Online-Dating-Portalen herum treibt, das ist wie aus dem Leben geschrieben. Ich habe mich so oft darin wiedererkannt. Ich habe unglaublich viel gelacht, geschmunzelt, den Kopf genickt und mir gedacht, ja, so ist das manchmal tatsächlich. Nicht durchgängig, nicht mit allem konnte ich nickend zustimmen, aber ein Großteil davon sprach mir im Grunde aus der Seele. Und das hat die liebe Sina wirklich ganz, ganz toll eingefangen. Und nicht nur das wunderschöne Cover, sondern eben auch die Geschichte sind wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin mit keinen Erwartungen an dieses Buch sozusagen rangegangen. Bin ja auch immer mal so ein bisschen kritisch, gerade so bei Debütbüchern. Aber hier, muss ich sagen, hat es mich total überrascht. Diese Leichtigkeit, dieses, ja, was einfach dieses Buch so konnte, das fand ich wirklich großartig. Und ja, es gibt ja oder gab ja dann auch einen Hangout mit der lieben Sina und der Susi. Es ist immer blöd, wenn man mit seiner Zukunft Steffi oder mit seiner Vergangenheit Steffi sozusagen spricht. Fühle mich manchmal ein bisschen schizophren. Ja, aber haben wir auch einen kleinen Hangout gemacht und guckt euch den einfach mal mit an. Da werden wir auf jeden Fall über das Buch gesprochen haben. Wow, was für ein Satz. Ja, guckt da einfach mal vorbei. Er ist auf jeden Fall vor dem Neuzugänge-Video zu sehen und macht euch da einfach selbst ein Bild, wie Susi und ich so als Leser das Buch wahrgenommen haben und was uns Sina ein bisschen über die Entstehung erzählen wird und oder erzählt hat. Ja, jetzt wird es kompliziert. Ja, guckt da auf jeden Fall einfach mal vorbei, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und da wir schon ein bisschen romantisch veranlagt waren, ist auch der dritte Teil von Redwood Love bei mir eingezogen. Es beginnt mit einer Nacht von Kelly Moran. Das habe ich mir als E-Book zugelegt, weil ich ja auch die anderen zwei Teile als E-Book gelesen habe. Und ich war ja ein großer Fan dieses Redwood-Feelings, dieser Kleinstadt. Irgendwo um Ohio herum und so dieser mittlere Westen und diese drei Tierarztbrüder, die ja eigentlich irgendwie alle Single sind und dann eben in den jeweiligen Bänden ja im Grunde auf eine Frau treffen, die irgendwie ihr Leben verändert, sei es so irgendwie Liebe auf den ersten Blick
Oder im zweiten Teil hatten wir diese lange Freundschaft, die dann eben Liebe wurde. Und im dritten Teil, ja, es ist so ein bisschen ähnlich. Da haben wir ja den letzten und dritten Bruder, der im Grunde verwitwet ist. Und ja, hier treten aber im dritten Teil tatsächlich Probleme auf, die ich schon sehr konstruiert fand. Also das haben ja manche schon im ersten und zweiten Teil so ein bisschen kritisiert. Da fand ich es aber irgendwie noch nachvollziehbar, weil ich durchaus Liebe auf den ersten Blick kenne, aber auch wenn aus Freundschaft Liebe entsteht und ich das irgendwo nachvollziehen konnte, hier die Problematik, gut, ich bin jetzt natürlich auch zum Glück nicht verwitwet, aber ja, auch so ihre Probleme, ach, das ist immer ein bisschen schwierig gewesen, wo ich dachte, was ist eigentlich euer Problem? Warum hadert ihr mit euch? Und das konnte ich nicht so nachvollziehen. Und dann hat mir im dritten Teil auch so ein bisschen dieses Redwood-Feeling gefehlt. Also man hat ja so verschiedene Einwohner kennengelernt. Wie ticken die? Was machen die? So in dieser Umgebung der Menschen, die unsere Protagonisten. Und gefühlt war der dritte Teil, hat sich nur um diese zwei gesponnen. Immer mal so einer aus den vorangegangenen Bänden so. Natürlich sind es halt Brüder, deswegen treffen die sich. Aber das fand ich sehr schade. Also es war der schwächste Band. Und ich glaube, wenn das der erste Band gewesen wäre, hätte ich die Reihe auch nicht weitergelesen. Fand ich sehr schade, aber wenn man natürlich irgendwie mit einer Reihe anfängt, die einem gut gefällt, macht man natürlich auch weiter. Und deswegen ist natürlich auch der dritte Band bei mir eingezogen. Dann ist der neue Jeffrey Archer schon bei mir eingezogen, und zwar als Hörbuch. Und ja, danke an den Verlag, dass er schon Ende Oktober bei mir eingezogen ist. Und zwar Traum des Lebens. Ich werde Jeffrey Archer wieder hören, wie es ja bei allen anderen Büchern von dem Autor auch schon der Fall war. Und mich hat halt Jeffrey Archer absolut mit der Clifton-Saga bekommen. Also das war wirklich eine Reihe, die ich weggesuchtet habe, wirklich eine Highlight-Reihe, die ich ganz großartig finde und die mich auch heute immer noch, wenn ich so daran denke, mit ganz vielen Momenten irgendwie beglückt. Und ich denke, Mensch, die hast du wirklich, ja, zum Glück hast du die gelesen. Die Cain und Abel-Reihe, da fand ich ja nur Teil 1 und 2 wirklich okay und gut. Teil 3 hat mich ja total enttäuscht und jetzt bin ich sehr gespannt, was bei Traum des Lebens passieren wird. Hier haben wir ja eine Mutter mit einem Sohn, die irgendwann am Scheideweg stehen und sich entscheiden müssen, ich glaube aus Russland kommend oder Polen, ha, ich habe schon wieder vergessen, und sich entscheiden müssen, machen wir nach Großbritannien oder machen wir in die USA, und dann werden uns eben diese zwei Varianten, also nein, nicht die zwei Varianten erzählt, sondern ich vermute, dass einer dahin reist und der andere in die andere Richtung und uns dann eben aus zwei Kontinenten so die Zeit erzählt wird. Und das klingt wieder nach einer Geschichte, wie sie Jeffrey Archer wohl nicht besser hätte schreiben können, und ich bin total gespannt darauf, auf dieses Hörbuch. Ich freue mich auf die lange Hörzeit, dass man lange was von der Geschichte hat. Bin auch wieder gespannt auf den Sprecher. Das ist ja wieder Richard Barenberg, den ich unglaublich gerne höre, der mir immer Hörspaß bereitet, und ich freue mich sehr auf den neuen Archer, der eigentlich erst in der ersten Novemberwoche, glaube ich, erscheint. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, glaube ich, war der 5. oder war es der 12.? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier bin ich total neugierig und vielleicht zieht es dann ja tatsächlich auch noch als echtes Buch bei mir ein. Dann ist natürlich der neue Fitzek bei mir eingezogen. Der Insasse, endlich mal wieder ein Psychothriller, wie er wohl im Buche steht, sozusagen. Eine Geschichte, die mich vom Klappentext total angefixt hat, natürlich auch vom großartigen Cover, also dieses Weiß, was ja so einer Gummizelle entspricht und es sich auch wirklich gummimäßig anfühlt, was ich ganz schrecklich finde. Ich bin kein Gummi-Anfass-Fan. Ich finde das, oh. Auch wie ich das erste Mal angefasst habe, hatte ich richtig einen Schauer am Körper und auch jetzt denke ich mir immer, haha. Ja, das Lesen war ein bisschen schwierig dadurch, aber gut. Dazu dann natürlich der rote Buchschnitt. Das ist ja die limitierte Ausgabe, die ich vom Drömer Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, und ich habe ja das Buch einen Sonntagnachmittag weggesucht. Ich habe es eingeatmet, ich habe es gefressen. Ich war in dieser Geschichte drin, ich war total begeistert. Und ich habe ein extra Video auch schon dazu hochgeladen, einfach eine Rezension. Auch in der kommenden Bücherwoche werde ich drüber sprechen, nicht mehr so ausführlich, weil es gibt ja die Rezension. Aber das war dieses Buch absolut wert. Und es war endlich mal wieder ein Fitzek, wie ich ihn liebe, weil ich finde, Psychothriller kann er einfach am besten. Und die Wendungen hier drin und besonders das Ende und am genialsten ist gefühlt die Danksagung. Also ich bin total hin und weg und ja, so muss für mich ein Fitzek sein. Unberechenbar, spannend, packend, mitreißend, überraschend und mit einem Ende, wo man sich denkt, oh mein Gott. Ja, also das hat alles dieses Buch gehalten, was ich irgendwie erwartet habe, wobei ich nach den letzten zwei, drei Büchern, die ich ja nur so okay fand, besonders eben, wenn er so diese Verschwörungsthriller schreibt, das ist immer nicht ganz so meins. Ja, aber hier hat er wirklich das niedergeschrieben, was ihn für mich eben auch ausmacht und besonders macht. Und ja, daher auch absolute Empfehlung.
Und das letzte Buch im Oktober ist irgendwann, vielleicht für immer, das neue Buch von der lieben Michelle Schrenk. Bin ich ja auch ein großer, großer Fan. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was der Klappentext verrät. Ich fand das Cover toll, den Titel toll und ich bin ein Fan von Michelle Schrenk. Mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen. Das E-Book gibt es zum Aktionspreis von 99 Cent und da habe ich natürlich auch zugegriffen. Bin sehr gespannt auf die Geschichte, die sich Michelle hier hat einfallen lassen. Es sind ja auch immer sehr gefühlsbetonte, romantische Geschichten, die so ein bisschen Lebensgeschichte, aber eben auch Liebesgeschichte beinhalten und die gefühlt einfach alles so abgreift, was das Leben eben auch ausmacht. Und ich finde, Michelle kann hier wunderbar eben auch einfach mit Worten umgehen und schafft immer ein Gefühl von eigentlich von so einer Gefühligkeit, von einer Behelligkeit und gleichzeitig, ja, es sind diese Lebensgeschichten eben drumherum immer sehr, sehr wichtig und fühlen sich sehr echt an. Und das, dieses Spagat schafft für mich Michelle Schrenk wirklich unglaublich gut. Und ich freue mich hier auf irgendwann vielleicht für immer, was auch vom Titel schon richtig schön klingt. Und bin einfach total gespannt, wie die Geschichte sein wird. Für mich auch so eine wohlig warme Geschichte, die ich denke dann durchaus im November, Dezember lesen werde. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf und bin sehr, sehr gespannt. Und das waren sie nun auch schon, die 17 Bücher aus dem Oktober. Es fühlte sich jetzt gar nicht so viel an, wie so 17 suggeriert. Hatte ich zumindest so das Gefühl, so, ja, das Video so in einem weg. Ja, wie es manchmal so ist, ne? Wenn man mal ins Reden kommt, dann ja, ist man begeistert und labert da so ein bisschen drum herum. Ja, das waren meine 17 Bücher. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere auch schon bei euch im Regal stehen oder wollt es euch zulegen, habt es vielleicht sogar schon gelesen. Dann natürlich gerne in die Kommentare, auch wenn ihr sagt, hey, das Buch, wenn du mochtest, dann guckt dir doch mal das und das an. Immer her mit euren Tipps, freue ich mich immer sehr drauf. Versuche da auch zeitnah immer mal ein bisschen nachzurecherchieren. Vieles landet dann leider auch auf der Wunschliste und manches dann auch auf dem Sub. Das ist immer nicht so einfach. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.